Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons auf der Switch für euch von mir. Ja, ich bin's wieder, Kamido, und heute, also ich habe gestern meine Rüben verkauft bei Freunden, also alles legal, ja. Der hatte 528 oder sowas ungefähr. Und da habe ich gedacht, ja, komm, was Besseres schafft meine Insel eh nicht. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der bla 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 bla. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber ich habe was für euch. Die neue Ausgabe meines Lieblingsmagazins. Ich freue mich schon drauf, es zu lesen. Du liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? Ja, wow. Dankeschön, Melinda. Danke, Melinda, für diese Information, ey. So. Morgen Abend werden wir den Agris. Nee, hieß Agris? Nee, den habe ich, glaube ich. Ja, auf jeden Fall habe ich mein Haus ausgebaut. Ist jetzt fertig soweit. Müssen nur noch den Kredit bezahlen. Ich habe auch ein bisschen gearbeitet. Hier, warte, kann man es auf der Karte erkennen? Ah, oben vielleicht ein bisschen. Ich habe den Fluss bisschen schon mal gemacht. Den Aufstieg habe ich dann abgerissen. Ja, damit wir da dann auch Berge machen können. Ja, das war so, was ich gestern noch gemacht habe. Ich habe noch ein paar neue Insekten, glaube ich, gefunden. Ich guck mal eben hier. Album. Ich meine, wir hätten hier. Also, ich habe gestern noch Dingsy Bumsy. Ich weiß nicht, wie er heißt. Dann war ich auf einer Insel vom Freund. Der hat, glaube ich, gescheatet, weil sonst könnte man das Gebäude da noch nicht haben. Ja, hier habe ich mir ein paar Sachen abgeguckt, die ich eigentlich ganz schön finde. Ein Flo, der war auf ihr da, Emily Vase, genau, Emily hieß sie, ja, okay, und das war schon. Also habe ich nur den Flo noch gefunden, habe ich dann ins Museum gebracht und ja. So, ins Lager. Die Schuhe können auch ins Lager. Genau, so, dann gehen wir mal raus. Mal gucken, wie es so läuft hier. Hallo, da bin ich. Stimmt. Wir gehen wie immer erstmal über den Strand. Was habe ich gestern angefangen? Lilo und Stitch, die Serie auf Disney Plus habe ich angefangen. Freue ich mich auch drauf. Weil die Serie echt lustig war immer. Ich weiß, ich bin nicht so der lustige Typ, Leute, aber keine Ahnung, die Serie mag ich. Gezielt tatsächlich lustig, ne? Obwohl das eigentlich gar nicht so mein Fall ist. Aber der Serie verzeiht das ein bisschen. Ja. So, hier haben wir noch ein Dings. Achso, wir haben eine Meile. Mal gucken. Da. Turm von Eigenheim. Ach, wir haben uns den Keller gar nicht angeschaut. Egal. Machen wir irgendwann mal. So, hier haben wir noch hier die Dings. Ah, den Prachtkeller. Oh nein. Habe ich den Prachtkäfer abgegeben? Ich glaube schon. Oder ich habe ihn vor dem Museum gestellt. Das kann auch sein. Das ist auch gut möglich. Ja, eben noch hier die Schmuscheln hier einsammeln. Kein Gast hier, schade. Aber wir könnten eh keinen aufnehmen, leider. Hier sind ja überall schon Nashörner, die Stadt verseuchen. Hä, hier schon wieder? Nee. Habe ich überhaupt Geld mit? Ja, habe ich. Und zwar genau 30.000. Schaufel. Und stopp. Gib mir das Geld. Danke. So. Das muss hier raus. So. Und hier vergraben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nehmen wir das noch mit. Diese ganzen Bastelanleitungen hier, ne? Ich bin kurz davor, die alle zu verkaufen. Weil die nerven mich da eigentlich eh nur. Och, nee, heute regnet es ja wieder nicht. Oder wie sieht das Wetter aus? Nee, sieht eigentlich schön aus. Ich glaube, es wird heute nicht regnen. Da muss ich ja meine Blumen ja selbst gießen. Och, Mann, wie nervig. Keramikgeschirr, das haben wir schon, ne? Ja, war mir klar. Oh, er ist wieder da. Hallo, Gulliver, endlich. Werte Steuer, ich brauche Hilfe.
Z, nein, du gehst über die Planke. Ah, lass mich in Ruhe. Kellner, im Wasser fehlt noch Salz. Ich will kein Strandgut sein, lieber Treibgut. Skrrr, skrrr. Ja, haben alle Schiffszwiebacken abgeschleckt. Hallo, jetzt wach endlich auf. Endlich, danke. Beim Klabautermann, hoch mit dir antreten, Matrose. Das ist nicht unser erster geheimnisvoller Strand und sicher nicht der letzte. Oh, viel zu viel Salzwasser geschluckt. Reiß dich zusammen. Erstmal mit den Eingeborenen Kontakt aufnehmen. Also los. Hallo Fremder, ist dies dein Strand? Hä? Wir kennen uns doch. Ja, ich wollte gerade schon sagen hier. Was soll das denn jetzt hier? Ja, Gulliver, wo warst du die letzten 30 Tage circa? Du warst irgendwie spurlos verschwunden. Ja, ich muss deine Fernsprecher wiederfinden. Ich weiß. Ja, Gilliver, ich mach das schon, ja? Ich werde sie suchen. Ja, kein Ding, kein Ding. Ja, laber mich hier noch weiter voll, ja? Du erzählst eh immer nur das Gleiche. So, hier haben wir eins. Super, eins hätten wir tatsächlich schon. Ach man, jetzt sind hier so viele Pallen. Nehmen ein bisschen die Chance raus, dass hier eine spawnt. Du. Okay. Noch sehe ich hier nichts mehr. Hier ist noch eine. Also könnte eine sein. Ist es natürlich nicht. Egal, dann haben wir ein bisschen Köder. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ah, oh, Gilleba. Warte, was? Nee. Hier ist auch nichts. Ach man, diese Aufgabe, ne? Die habe ich ja geliebt. Aber dadurch kriegt man die Goldschaufel, habe ich gelesen. Weil ich dachte mir eigentlich, es wird mal langsam Zeit für eine Verbesserung der Schaufel und so. Dann habe ich mir das durchgelesen, was man erreichen muss. Und Gilliver muss man 50 Mal retten. Also diesen Funkdings ja Bumsi machen. Und wow. 50 Mal dauert wahrscheinlich ein ganzes Jahr. So wie ich Nintendo kenne. Ah, schade, schade, schade. Wenn überhaupt, ne? Wenn überhaupt. Im April kam er bei mir zweimal. Zweimal. Sechs, ne, 52 Wochen. Ja, halbes Jahr dann. Circa. Ach ne, ne, was rede ich denn da für ein Kack? 12 Monate muss ich ja nehmen, ne? Zweimal 12. Sind 24, ja, dann dauert das vielleicht sogar 2 Jahre, aber wir hatten auch nicht den ganzen April Zeit, sondern den halben. Deswegen glaube ich so viermal im April, jede Woche einmal. Könnte vielleicht hinhauen. Boah, nur vielleicht, wie viel habe ich denn? Vier. Vier, eins. Einer noch. Einer noch. War da was? Nee, ne? Nee. Nee, da war nichts. Komm her, letzter Funksprecher-Dings. Bitte. Oh, eine Tupaschnecke. Teppichmuschel. Wie komme ich auf Tupaschnecke? Gibt's sowas überhaupt? Ich weiß nicht. Oh Leute, ihr müsst euch wirklich das Circle France anschauen. Also von Frankreich. Auf Netflix. Wirklich, wirklich die. Das beste Reality-Format seit langem. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. So, hey, hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Captain. Bitteschön. Oh, das sind die. Danke, danke. Oh. Uhu, yeah. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht. Wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ahoi, Mannschaft, ich bin's. Also, irgendwie passiert da nichts. Hallo? Naja, das sollte wohl reichen. Ja, tschüss. So, das hätten wir geklärt. Oh, das ist ein wertvoller Schmetterling. Den werde ich mir nicht lumpen lassen. Und gleich verkaufen. Der Regenbogenfalter. Denn ich brauche Geld, sonst kann ich nicht shoppen gehen. So. Okay, hier ist kein Geld, aber Materialien
Sammle ich momentan auch, weil ich habe keine Äste mehr. Ist mir gestern aufgefallen, als ich ein paar Fische gefangen habe. Ja. Das ist sehr, sehr traurig, aber es war. War das da hinten der Koala oder? Das ist ein Geschenk? Ja, war ja. Oh, falsch. Falsch, falsch, falsch. So, oh, daneben. Peng, danke. So, was haben wir hier denn? Was haben wir hier? Auspacken. Ein Metallkanister. Sehr schön. Sehr schön. So, gib mal hier die Punkte her. Und ich hätte ganz gerne den Gothic-Zaun. Ich weiß nicht, ob ich den schon gekauft habe. Ich glaube nicht. Oh. Wer kam denn hier auf die Idee, dass da noch eine gelbe Blume wachsen soll? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ja auch nichts. Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Ich bin weiter. Ich bin weiter. Achso, hier habe ich Randschuhe. Ich finde den Fisch echt cool. Den würde ich ganz gerne als, also präparieren. Deswegen ist er da. So, hier haben wir dann. Was haben wir mit dem Prachtkäfer? Den geben. Ach nee, den geben wir gleich ab. Den geben wir gleich ab. Wenn wir die anderen Fossilien noch haben. Würde ich sagen. Ja, machen wir gleich, weil sonst labert er mich hier viel zu voll. Viel zu voll. Und Leute, wie erlebt ihr die Quarantäne? Achso, ist ja keine Quarantäne, aber ne? Corona-Schirn. Corona, Corona. Unkraut, Unkraut. Ich muss ja sagen, für mich hat sich eigentlich fast nichts geändert. Außer dass ich nicht mehr Montag und Freitag zur Uni fahren muss, sondern zu Hause bleiben kann. Das ist sehr, sehr praktisch, finde ich. Spart Spritkosten und so. Ja. So, hier haben wir noch ein Fossil. Perfekt. Aber ich finde es so gut, dass es nicht mehr diese Fallen gibt, ne? Die waren richtig nervig. Oder die gibt es noch, aber ich habe sie noch nicht entdeckt. Das kann es natürlich auch sein. Aber guck mal, ne? Die Blumen hier, die wachsen alle. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. So, dann gehen wir mal zu Nuki Buki. Nuki, hallo. Oh. Was? Funktionaler Gartenstuhl. Okay. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Hallo, Nuki. Hallo, willkommen. Guck mal, ich will Sachen verkaufen. Ich will was verkaufen, Leute. Ich habe. Ja, gut, ne? Was habe ich denn hier? Ein paar Muscheln. Das Rezept brauche ich nicht. Die auch. Das. Riesenmuscheln behalte ich, natürlich. Die kann ich später nachpflanzen. Das nicht. Das. Und so viel ist das gar nicht. 4000? 11.000. Oh, gut. Gut. Das reicht ja dann hier, um alles zu kaufen. Perfekt. Wir gehen mal hier dran. Und dann haben wir hier. Oh, ich überlege gerade, so ein Rotschwarz-Imbissboden. Ja, nehm ich mal mit. Nehme ich mal mit. Ja, vielen Dank. So, dann kaufen wir auch das hier. Ich glaube, das haben wir schon. Oder ich habe es irgendwo mal gesehen, aber ich glaube, ich habe das. Aber ist nicht schlimm, ich kaufe das jetzt einfach. Und das auch. So, die Kerze habe ich eigentlich alles. Vielen Dank. Was? Immer noch nicht? Boah, Jungs. Ich glaube, ich habe zu wenig Geld da ausgegeben. Ist der ein Ernst oder was? Warte, ich muss jetzt hier nochmal gucken in den Meilen, ey. Nach meiner Erfahrung, nach 30 Tagen, Sina, Tina da ist und wenn man dort schon 200.000 Sternis den gegeben hat. 30, da steht eine 30, ja. Okay, dann kaufe ich jetzt mal hier ein bisschen mehr ein. Ich habe noch 8.000, aber ich meine, ich müsste langsam die 200.000 nochmal zusammen haben, oder? Also, weiß ich auch nicht hier, was das soll hier, Nuki. Tanuki hier.
So, das kaufe ich hier auch, ja. Nehme ich. Bin schon wieder ein bisschen angepisst hier auf euch beide hier. Mann, und ich dachte, ihr erweitert euch heute, weil 30. Tag. Ich weiß zwar nicht, wie die 30 zustande gekommen ist. Ich habe nur ein einziges Mal Timescroll gemacht und das war nach hinten. Das scheint wohl das Spiel ein bisschen kaputt gemacht zu haben. So, ich nehme das hier. Und das da. So, nehme ich. Guck mal, und den hässlichen Boden, den kann ich auch noch nehmen. So, und jetzt sagt mir mal hier, ja, ich habe meine 200.000 ausgegeben. Nee, habe ich nicht. Mann. Mann. Und ich war mir so sicher. Das nervt mich jetzt schon wieder. Egal, wir suchen mal eben die Fossilien. Also ich kann euch hier oben auch schon mal zeigen. Genau, hier wohnt die da. Hopp, drüber springen. Dann geht der Fluss hier schon mal ein bisschen. Oh. Oh, zwei nebeneinander. Das ist natürlich sehr schön. Weg damit. Und weg damit. So. Ah ja, das Löschen von Sachen kostet nur 10.000, deswegen ging das eigentlich. So, jetzt muss ich nur noch das Zelt hier wegbringen. Und hier soll dann das Museum kommen. Also da unten. Können wir jetzt gerade nicht mehr so einfach hinlaufen, aber da unten auf jeden Fall. Und ja, ich möchte dann so eine Art Aufgang machen mit so einem Fossil davor. Gothic-Zäune irgendwie besorgen. Stimmt, da könnten wir gleich mal eben nachgucken bei den Meilen. Ja, genau, das ist so der Plan jetzt fürs Erste, das Museum. Und ja, ich meine, das könnten wir auch direkt machen eigentlich, dass wir da unten mal eben alles auffüllen. Leiter. Ausrüsten. Zack, zack, zack. So, ich habe außerdem auf dem Konto 900.000. 900.000, genau. Und das nächste Upgrade kostet 2 Millionen noch was. Deswegen, ja, ne, dauert das auf jeden Fall jetzt eine Weile. So, Inseldesigner. Bauarbeiten beginnen. Finde es irgendwie lächerlich, dass man diesen Helm hier tragen muss, ja? So, Plateau. So, ich frage mich ja immer, woher er die Erde holt, weil die scheint es hier wohl unendlich zu geben, so wie Wasser. Guck mal, hast du Durst, kannst du da einfach eine Wasserquelle machen. Super. So, ich habe darauf geachtet, dass der Fluss so drei breit wird, damit man da auch gut fischen kann. Oh, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Wollte ich natürlich nicht. Oben werde ich natürlich auch noch Bäume und sowas hinsetzen, ja. Aber erstmal mache ich jetzt das hier unten. Ah, da. Heute Abend kommt außerdem doch noch One Piece. Nee, kommt's heute? Ja, heute. Heute. Und morgen früh kann ich nicht aufnehmen, deswegen machen wir es morgen mit dem Falter, würde ich sagen. So, als Entschädigung. Ja, so können wir es eigentlich machen. Dass wir es morgen machen. So, dann kämen wir hier in das Museum. Hier führt dann irgendwann eine Treppe nach unten. Und das hier muss auch alles weg. So, ungefähr muss das weg. Und du musst auch weg hier. Zelt. Aber da muss ich erstmal mit dem zweiten Account weiterspielen. Okay. Mache ich das so? Oder ich mache hier. Mach hier erstmal sowas rein. So, okay. Super, hätten wir das gemacht. Dann müssen wir noch bei Tina und Sina vorbeischauen. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Ja, komm, ich verkaufe die Kacke, die sie mir gegeben haben. Weg damit. So, ihr schönen kleinen Geschöpfe. Jetzt gebt mir hier mal was Gutes. Oh, ich habe gestern Pfannkuchen gemacht, ja, im Backofen. Oh, awesome, lecker, ey. Mit Schokoflöckchen drin. Lecker, lecker. So, weg damit.
Ich glaube, ich habe hiervon alles, deswegen kann ich das auch wegschmeißen. Prachtkäfer wollte ich abgeben, genau. Du kannst auch noch weg. Hier, bitteschön, gib mir 3000 circa. Dankeschön, abgemacht. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal, bevor wir zu Tina und Sina gehen, ins Museum, geben die Sachen ab, verkaufen die Fossilien. Ja, genau. T-Rex, Brachiosaurus und der Flugdinosaurier, auf den Namen ich gerade nicht komme. Die will ich auf jeden Fall behalten. Genau. Achso, Steine müsste ich vielleicht auch noch gleich abchecken. Und irgendwo müsste ein Baum gewachsen sein. Oh je, ich bitte um Pardon. Wir kommen in ein Museum von Nimmerland. Wie kann ich Ihnen dienen? Fossilien analysieren. Sie dürfen 1, 2, nein, nicht 3, sondern 4. 4 Fossilien analysieren. Viel Spaß. Huh, nicht nur ein Pfund, sondern gleich mehrere. Huh, sehr schön, das ist auf jeden Fall was Neues. Ich bin entzückt. Ich hoffe doch sehr, dass Sie... Alter, wir müssen eigentlich bald echt das Museum fertig haben. Ich bin echt gespannt auf den 31. April. 30. April? Na, wer weiß es. Wer weiß, wie viele Tage der Triceratops-Schädel. Okay, was haben wir? Schwanz, Diplodocus, Riesenhirschhaft. Nee, die brauchen wir nicht. Oh, ach man, jetzt habe ich nicht den Prachtkäfer abgegeben. Ah, cool, Triceratops ist vollständig. Super. Dann, ich will etwas stiften. Ich möchte den Prachtkäfer hier noch stiften. Lecker. Lieber nicht. Super. Aber ich glaube, ich mache mir gleich echt nochmal einen Pfannkuchen. Weil die Milch, die muss dann auch weg. Ne, die ist halt einen Tag geöffnet, 250. Dann kann ich morgen nochmal Pfannkuchen machen. Oder heute Abend. Mal schauen. Damit die Milch wegkommt. Ich könnte natürlich auch Kartoffelpüree machen, aber sonst esse ich ja nichts mit Milch. Oh, Pizza braucht keine Milch. Ja, irgendwie blöd. Ich könnte auch Milchbrötchen machen. Oh ja, das wäre eigentlich auch eine Idee, aber da muss ich so viel. Oh, dann klebt das Eis da in der Schüssel und so. Und dann muss ich das sauber machen. Nee, okay, lass ich lieber. Lass ich lieber. So, wir kriegen hier ordentlich Medaillen, ey. Stimmt, wir können mal eben hier. Geht mal weg hier, ihr. Alter, wieso macht ihr Sport? Mann, Mann. Ich kann schon voll gut posieren. Hatscha! Für den zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wenn man mal Hatscha machen muss. Ja, tschüss. Ich glaube, die haben alle hier ein bisschen Probleme, ja. Ich glaube, dem fehlt ein wenig die Abwechslung. Oh, hallo Moritz, jetzt hast du heute einen Keller. Nicht viele Leute haben ein Haus, das so beeindruckend ist wie deins. Nämlich die Kosten für den Umbau, die machen 2.500.000. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, natürlich den Bonus, den holen wir uns natürlich ab. Was wollte ich machen? Ich wollte Nook mal einlösen und gucken, ob es hier einen schönen Zaun gibt. Bambus- und Bretterzaun. Ich weiß halt nicht, ob ich die schon hab. Komm, wir holen uns die jetzt einfach mal. Oh, ne, Abrechner nicht. Bambuszaun, haben wir den? Haben wir nicht. Gut. Gut. So, dann hebe ich mal eben ein bisschen Geld ab, damit wir mal unser Haus irgendwie umgestalten können. Ich meine, das können wir ab jetzt machen. Also konnten wir auch schon vorher, aber... Nee, das nicht. Ich möchte gerne auf mein Bankkonto. Bankautomat. Auszahlung. Ich nehme mal so 80.000 mit. Ich kann die ja gleich auch wieder reintun. Das ist ja kein Problem. Ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet, die Umgestaltung des Hauses. Deswegen gucken wir mal eben. Willkommen bei der Bauberatung. Eigenheimberatung. Ich will renovieren. Okay, oh, 5.000 nur. Das ist mir gern. Auf jeden Fall. So, dann gucke ich mal hier. Oh, ich finde, das lila Dach ist echt schön. Blau. Oh, das ist auch hübsch. Das ist nämlich dann so ein Fenster. Hier war nämlich kein Dachfenster dabei.
Okay. Ich glaube, ich werde erstmal das Bl nicht das blaue De Dach nehmen. Weiß es gerade noch nicht. Vielleicht auch das braune. Wir gucken mal die Mauern an. Okay. Und das sieht cool aus, aber ich möchte so ein bisschen Bürger, also so, so burgmäßig. Sowas hier zum Beispiel. Das sind eigentlich gar nicht. Ah, hier ist meine Farbe. Vielleicht so. Das sieht dann auch ein bisschen unterwassermäßig aus. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ne, das gefällt mir allerdings gar nicht. So. Dann die Tür. Oh, eine blaue Tür wäre auch ganz cool. Mit Fenster aber. Dann müssen wir gleich vielleicht nochmal. Oh, diese Türen, die liebe ich ja. Sind immer so schön. Lila Tür für den Kontrast? Nee, ne? Glaub nicht. Und das heißt Königer würde, ja, würde ich sagen. Wo hier echt. Oh, so eine Tür. Die passt farblich nicht dazu. Gibt's auch grau? Also hellgrau? Oder. So eine Eisentür, aber ich weiß nicht. Eisentür finde ich nicht ganz. Die graue würde vielleicht zu den Steinen ein bisschen passen. So eine royale Tür. Oh, würde natürlich super dazu passen. Guck mal eben weiter. Rosa nicht. Lass dich mal, ja, ich glaube. Wo würde die passen? Ich weiß es gerade noch nicht. Rosa, rot, schwarz. Nicht, nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. So eine Tür auch nicht. Okay, ich muss mal hier gucken, wo meine graue Tür war. Nee, die ist zu weiß. Die ist ja so richtig knallweiß. Hellblau Gittertür. Also entweder die. Oder welche hatten wir hier? Nicht übersprungen. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe die nicht übersprungen. Oder ist die das, die ich vorhin hatte? Ich meine schon. Weil die ist zu krass blau, glaube ich. Deswegen hellblau wäre schon besser, aber noch nicht perfekt. Da sind wir wieder da oben. Hey, ich hatte doch irgendwo dann eine bessere Tür. Muss noch mal durchgucken, sorry Leute. Also die, ne? Also entweder die oder die hier. Ach, Standard ist aber so langweilig. Weißt du? Ich hätte schon am liebsten irgendwie eine coole Tür. Vielleicht machen wir rot, rotes Dach und rot. Das könnten wir auch machen tatsächlich. So eine kleine Idee. Oder weiß, weiß und weißes Dach. Gibt es weißes Dach? Ich guck noch mal. Es gibt grau. Nee, es gibt kein weißes Dach. Schade. Nur das hier als weiß, aber das ist ja nicht so wirklich weiß. Guck mal eben hier rot. Das hier vielleicht. Und dann nehmen wir hier die rote Tür. Weil es gibt noch eine bessere rote Tür. Mal eben hier schauen. Oh, ich bin noch nicht so zufrieden. Hier gab es auch Orange, ne? Ach Mann. Komm, ich nehme einfach das Blau und ich nehme eine blaue Tür. So, hier, bitteschön. Bitteschön und einen Briefkasten. Blau oder vielleicht farblich absetzen mit Rot. Ich überlege, ich muss noch schauen, welcher Briefkasten der schönste ist. In so einen Briefkasten bin ich nicht ganz so schön. Der Standard, nee, auch nicht. Vielleicht das im Weiß? Nee, das ist nicht so. Ich nehme das in Rot. Ja. Tag, Nacht. Super. Komplett blau.
Okay, dann Vorhänge. Vorhänge sind super. Ja, so machen wir es. Jawohl. Interessante Wahl. Das macht dann bitte 5000. Wow, die Wahl ist super. Nuki, ey. Warte mal, was? Wir nehmen schon wieder 30 Minuten auf. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Nee. Ach. Es wird langsam dunkel. Es wird heute nochmal regnen. Ah, ich muss keine Blumen gießen. Aber dafür online bleiben, bis es regnet. Oh mein Gott, ich Luxpilz. Ah, super. Das finde ich super. Yeah. Yeah. Ich war schon sehr lange nicht mehr auf einer Insel. Aber was soll ich auch da? Hallo Sina, hast du wieder was Schönes für mich? Oha, Moritz, ich habe ein neues Stoffdesign für dich. Hier, bitteschön. Alter, die gibt mir so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele die mir noch geben kann. Naja. Och, ist das denn Nonnen-Outfit? Sonntagskleid. Ja, kann sein. Ja, wir kaufen uns das gleich da drin. Hallo. Oh, möchtest du die Umkleide benutzen? Ja, möchte ich. So, da wollen wir mal gucken. Cowboy-Shirt, das haben wir, ne? Das haben wir ja. Dinner-Schürze. Ja, die könnten wir vielleicht auch mal mitnehmen. Ach, Blumenrock. Oh mein Gott, nee. Mumpe Arbeitshose. Ja, die gefällt mir auch nicht so. Zauberraumhang. Endlich. Die nehme ich in beiden Farben mit. Edelmann-Hut, den nehme ich auch mit. Die Brillen, der Rotznase. Rotznase nehme ich auch mit. Oh, die sind schön. Die nehme ich auch mit. Nee, Schuhe brauche ich nicht. Ja, zur Kasse gehen. Auf jeden Fall. Oh, mega geil. Oh, cool. Aber das Nonnenkleid, das will ich auch noch. Das. Oh, nicht das. Nee. Das Trikot brauche ich nicht. Genau das hätte ich gern. Ist gekauft. Super. Dann tschüss, Tina und Sina. Danke, hoffentlich bis bald. Ja, mal schauen. Oh, geil, wir haben das coole Outfit. Endlich. Es fehlt nur noch der Hut. Obwohl der Hut, der passt farblich auch schon sehr gut zu dem Umhang. Ja. Sehr schön. So, dann können wir eigentlich noch bisschen mit den Bewohnern quatschen oder den Geldstein finden oder beides. Beides. Oh, ich krieg langsam Hunger. Obwohl, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, ne? Ich finde das echt erstaunlich, wie schnell das immer geht. Mir kommt das nie so schnell vor. Nie. So, Koalaschen, hallo, ich besuche dich einfach mal. Stehst an der Werkbank? Na, habe ich dich erwischt? Ich glaube nicht. Nee. Ach, der hat überhaupt keine. Na, wie gefällt dir meine Wohnung? Fühl dich ruhig wie zu Hause. Oh Mann, ich bin heute nur am Gähnen. Echt schlimm. Stimmt es, dass Gähnen ansteckend ist? Habe ich dich jetzt etwa auch müde gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Habe ich heute schon einmal gegähnt? Nee, ne? Ich glaube, das wird die erste Folge sein, wo ich nicht gähne. Das ist ja was hier. So, hallo. Hey, was gibt's Neues, altes Haus? Oh, was für ein Kleiderpracht. Ein Zauberumhang ist das, oder? Das blendet fast schon. Lass mich raten, du willst mich wahrscheinlich zu einer edlen Party oder was so abholen. Altes Haus. Nee, tschüss. Ja, du kannst dein Buch da weiterlesen. Oh, ich wollte jetzt ein bisschen mit Philosophiebücher lesen, also anfangen zu lesen. Weil mich das irgendwie interessiert. Bin ich aber auch nur dazu gekommen, weil, ein Typ bei The Circle Philosophie studiert. Und das finde ich irgendwie interessant. Ich möchte mir vielleicht auch mal zumindest ein Buch davon mal durchlesen, ja? Und mal gucken, ob es mir irgendwie gefällt oder nicht. Genau. Ich wollte ja eigentlich auch hier. Oh Gott. Autobiografien oder Biografien allgemein lesen. Aber ich habe gesehen, bei Amazon Prime gibt es nur Hörbücher, die kostenlos sind. Und keine Bücher.
Heißt, ich müsste vielleicht mal irgendwann wieder Bibliothek beitreten. Schweres Wort. So, hallo Mischka. Lass uns quatschen. Gestern habe ich jemanden wie bekloppt mit der Axt auf Bäume eigentlich. Oh Gott. Ja, war ich. War ich. Sorry. Sorry. Kommt nicht nochmal vor. Kleine Mischka. Stimmt. Wir könnten den Fluss noch eben anpassen. Ja, das machen wir noch eben. Bevor es hier regnet. So. Hier. Ach nee, das war falsche Taste. Also immer, wenn ich irgendwas bearbeiten will, drücke ich die falsche Taste. Immer. So, Bauarbeiten beginnen. Tada. X muss ich drücken. Und Gewässerlizenz. Auf jeden Fall hier. Da, dann könnten wir vielleicht nochmal nach da gehen. So ungefähr. Da wollte ich eigentlich kein Wasser mehr hin machen, aber ist nicht schlimm. So, und dann geht es hier schon steil nach dahin. Achso, ich habe hier die Bäume gar nicht entfernt, ne? Okay, das müsste. Okay, dann müssen wir das ja auf jeden Fall nur ausfüllen. Ist in Ordnung, das ging mir aber auch noch hin. Aber nicht heute, weil ich habe echt Hunger tatsächlich und wir sind schon bei 30 Minuten, womit ich null gerechnet hätte, dass das so schnell hier vorbeigeht. So, lasse ich den Fluss jetzt zwei oder nicht? Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, hier geht es dann wieder nach unten. So, hier schön. Sehr schön. Ich meine, man könnte ja auch einen Wasserfall hin machen. Aber das können wir erst sagen, wenn das Museum da platziert worden ist. Muss ich mich dann die Tage mal drum kümmern. Das hätte ich gern so. Und hier weiß ich noch nicht. Egal, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Hier können wir das auch noch anpassen. Weil dann sieht es ja immer schon viel, viel anders aus. Och nee. Mann, ich mag dieses Bauen nicht. Vielleicht hätte ich damit niemals anfangen sollen, Leute. Ist nämlich eigentlich schon sehr, sehr nervig. Und dich auch noch. So. Dann dich hier abrunden. Und dich können wir auch noch abrunden. So wie dich. Oh ne, doch nicht. Egal, dann lassen wir es so. Okay, Leute, das war's mit einem Part. Ne, Animal Crossing. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. Ah ja, rechts ist die Playlist, links das neueste Video.